Also ich habe gerade hier unten wieder stand oder das war der da oben, der in der Karte eingezeichnet war. An alle Einsatzwagen. Aus einer Tiefgarage wurde vor wenigen Minuten ein Wagen mit wertvollem Inhalt gestohlen. Es wird umgehend gefahndet. Ach, hier trifft sich also der Untergrund. Wenn das kein Unterschlupf des Syndikats ist, fress ich einen Besen. Dann guten Appetit. Wir brauchen Unterstützung. Wir verfolgen gerade ein Fahrzeug, das als Na, dann gehen wir mal auf Schatzsuche. Na, ein bisschen tun, was tun sollten wir. So, dann. Ja, keine Ahnung. Egal, ja, dann verfolgen wir einfach mal oder wie, was soll ich jetzt sagen? Genau das ja. Ach. Bam, was ein cooles Bild. Ich habe das Gefühl, unser Einsatz hat sich erledigt. Hä, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ach, keine Ahnung. Die Kollegen haben sie geschnappt oder wie? Oder waren sie zu unfähig dazu? Haben die jetzt entwischen lassen? Leider kann ich mir jetzt nicht einfach mal so angucken, wie viele Standorte ich denn noch aufdecken müsste. Aber es sind, glaube ich, noch viele. Ach, hier trifft sich also der Untergrund. Unübersehbar. Ein Ganovenstützpunkt. Eindeutigen Aufenthaltsort von Kriminellen. So, das war's. Licht aus, Tür zu, Absperrband davor. Semir, Ben, die Staatsanwaltschaft hat sich gemeldet. Sie wollen den Mann in U-Haft, den Sie zuletzt verhaftet haben. Können Sie bitte den Gefangenentransport... Semir, kneif mich mal. Nicht nötig, ich sehe auch, dass da gerade ein Überfall stattfindet. Da war gerade ein Überfall? Alter. Ey, das hätte ich auch sehen wollen. Aber ihr könnt ja nochmal zurück. Ach, hier trifft sich also der Untergrund. Zurückspulen. Hier stellen wir jetzt mal ein Schild auf. Zutritt für Gauner verboten. Zurückspulen und dann nochmal gucken, ob ihr da was seht. Aber ich habe da jetzt gar nichts gesehen. Es war auch so schnell für mich. Aber naja, gut. An alle Wagen! Uns verfolgt ein Wahnsinniger, der uns mächtig unter Druck setzt. Wenn uns nicht bald jemand hilft, haben wir nur noch einen Frack. Standorte da hinten. Muss noch einer sein. Ach, eine Garage. Irgendwie mal wieder typisch. Och, jetzt bin ich auch noch an der falschen Seite. Sag mal, das ist doch bestimmt ein Versteck hier, oder? Jo, ich bestell schon mal einen Container. So ein kleines Versteck, also da hat sich ja, keine Ahnung. Da war doch eh nichts, also keine Ahnung, was will der den Container? Der Garage. Puh, da ist auch was. Ich wollte nur sagen, da ist nichts, weil das noch so leer war und dann auf einmal war da die... kein Unterschlupf des Syndikats ist, fress ich einen Besen. Ein Unterschlupf des Syndikats. Seh mir, Ben, ihr zwei Herzblätter. Könnt ihr schnell auf eine Bratwurst vorbeikommen? Seit geraumer Zeit steht ein Wagen mit finsteren Typen in der Nähe von meinem Imbiss. Die beobachten mich. Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass ich in Schwierigkeiten stecke hier. Wenn dir die Typen zu nahe kommen, dann bekleckert... Keine Angst, wir sind schon unterwegs zu dir! Cobra 11, bitte komm! Falls ihr noch Orte sucht, an denen mutmaßlich dunkle Geschäfte ablaufen, haben wir einen Tipp für euch! Schau mal, der Wagen da vorne. Irgendwie habe ich bei dem ein komisches Gefühl. Also du und deine Gefühle. Aber gut, lass uns mal hinterherfahren.
Bäm, ein paar wieder Autos in die Luft gejagt. Oh, da komme ich gar nicht rüber. Nicht. Scheiße, da bin ich auch beschätzt, jetzt muss ich. Aber der Ampel kann ich drehen, dann ist ja gut. Ich dachte, ich komme da hinten irgendwie drüber, aber da war ja diese Schallschutzmauer. Ja, genau. Hey, hallo. Wir sind von der Polizei. Komische Bagger sind das hier aber. Ach scheiße, schon wieder Fett eingeben. Need Speed. Jetzt aber. Hat er keine Chance mehr. Ein Treffer. Herzlichen Glückwunsch, du bist unsere 100. Verhaftung. Kriegst jetzt eine Sonderbehandlung. Sollte ich doch jetzt eigentlich genug Verhaftung haben. Ne? Aber leider ist es nicht so. Die Überwachungskamera ist einsatzbereit. Bitte lächeln. Aha. Also auch Bauarbeiter unterm Syndikat. Die Ecke ist ganz schön schmutzig. Bäh, ein Rattennest. An alle Einheiten. Ein Anrufer hat einen Bombenanschlag angekündigt. Mehrere Bomben sollen in wenigen Minuten am Bahnhof ist ja nicht so schlimm. Ich muss Standorte aufdecken. Schnellstmöglich den Bahnhof sichern und nach den Attentätern fahnden. Hier Wagen 17 an Zentrale. Wo genau am Bahnhof? An den Gleisen? Güterbahnhof? Alles klar, das Bombenleger-Räumkommando Cobra 11 macht sich sofort auf die Suche. Wenn der Typ direkt mir vor meiner Nase steht, wie soll ich ihn dann nicht... Festnehmen wir, dann mache ich dann lieber gleich. Verstanden. Wir sind schon unterwegs. Zentrale, hier Wagen 34. Wir sind auch unterwegs. Die Einsatzleitung ist in wenigen Minuten... Und hier Cobra 11. Wir haben schon wieder alles erledigt. So, das Nest wäre schon mal für eine ganze Weile lahmgelegt. Jo, ich fürchte nur, die haben noch eine Menge mehr von denen. Ist ja genauso hier im Spiel halt wie den... Hier Wagen 16, wir werden attackiert, benötigen dringend Unterstützung. So, dann soll also ich ist ja genauso wie in den Fernsehsendungen hier, aufnehmen. Also wird immer Überwachungskamera läuft. Wird immer gleich die Überwachungskamera ist einsatzbereit. Immer nur Ben und Demir, die halt die immer hinkriegen, und die anderen Kollegen versauen es immer. Oder besser gesagt, versauen es nicht immer gleich. Kleiner und besser. Also, funktioniert sie auch? Die kriegen schon irgendwie nicht gebacken. Na klar, du kleiner Klugscheißer. Ach, hier trifft sich also der Untergrund. Jo, ich bestell schon mal einen Container. Hier die Zentrale. Eine der Überwachungskameras liefert kein Bild mehr. Und vorbei mit der Hightech-Überwachung. So, Standorte. Ach, ich habe einfach keine Ahnung mehr, über was ich babbeln soll. Ich hab eher irgendwelche Themen, die könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, also. Dann habe ich vielleicht irgendein Gesprächsthema, über das wir babbeln können und dann erzähle ich euch irgendwie ein bisschen was dazu. Vielleicht kann ich ja mal einen Witz erzählen. Die Ecke ist ganz schön schmutzig. Ach da schau her. Hier machen diese Typen also ihre Geschäfte. Jetzt habe ich einen guten. Wartet. Nur zur Kenntnis. Eure letzte Verhaftung ist grinsend aus der Zelle spaziert, weil ihn sein Anwalt bei der Chefin irgendwie rausgeboxt hat. Also, geht Fritzchen um die Ecke. Was fehlt?
Ey, der war so gut, Mann. Der war so gut, Mann. Ey, den kenne ich noch nicht. Naja, Gott, wenn keine Wand. Was ist denn da jetzt? Ach, da geht's nach unten, irgendwie in der Garage, glaube ich. Ach, jetzt fällt mir gerade kein Witz ein. Oh, das kann doch nicht sein, das kenne ich immer so viele, aber jetzt... Aber ich weiß, ein Zungenbrecher. An alle Einsatzwagen! Aus einer Tiefgarage wurde vor wenigen Minuten ein Wagen mit wertvollem Inhalt gestohlen. Es wird umgehend gefahndet. Also das ging, glaube ich, so. Ben? Ja? Ben, fliegen hinterher. Ja. Ben, fliegen hinterher. In Englisch, also bei uns im Unterricht, da gibt's in Englisch so eine... Ja, gruselig. German Box. Hier tummelt sich das Syndikat. Also, ja, German Box und dort sind so, keine Ahnung, so kleine... Also erstmal, man bekommt die German Box, wenn man im Englischunterricht Deutsch redet, ja. Und, wenn man dann die German Box hat und am Ende der Stunde, also wer am Ende der Stunde dann die German Box hat, der... Herr Gerkan, Herr Jäger, können Sie mir helfen? Wer ist denn da? Kommen Sie mir helfen. Ich bin der Parkplatzwächter, dem Sie geholfen haben. Ich habe Sie hatten das gestohlene Auto von meinem Chef wiedergefunden. Ja, ja, alles klar, jetzt weiß ich wieder. Was gibt's denn? Ist Ihnen wieder ein Wagen gestohlen worden? Nein, hier vor meinem Parkplatz lungern Männer, die genau auf die Beschreibung passen. Ich glaube, die wissen, dass ich der Polizei Informationen... Okay, wir sind so schnell wie möglich bei Ihnen. Also, jetzt. Also, die German Box und dann, wenn man die am Ende der Stunde hat, muss man halt daraus was ziehen. Da sind entweder Zungenbrecher drin, ich musste da auch schon mal einen rausziehen. Oder man musste dann halt, da gibt's einen Zettel, give a one minute talk. Leider ist eine Überwachungskamera zerstört worden. About your favorite actor, about your favorite book, about your favorite band oder sowas, ja. Und dann, keine Ahnung, die meisten sind unvorbereitet. Ihre letzte Verhaftung sollte nicht länger bei uns auf dem Revier herumsitzen. Das Gefängnis wartet schon auf den Neuzugang. Können Sie bitte zur Sicherheit den Gefangenentransport begleiten? Also ja, und wenn man die dann... Muss man es halt dann vortragen. Ja. Tja, wir sind heute in Bestform. Du hattest nie eine Chance. Und bei mir, da hatte ich schon mal so ein... Also ich das... Auch was ich auch... Good cook, cook at many cookies as a good cook. Guck oder so ein Zeug. Ach ja, keine Ahnung. Irgend sowas halt. Zentrale an Einsatzkräfte. Nach gewaltsamen Übergriff ist der Täter mit dem gestohlenen Fahrzeug flüchtig. Seht zu, dass ihr den Kerl kriegt. Na, jetzt haben wir aber, glaube ich, noch ein paar ordentlich Standorte aufgedeckt. Jetzt beende ich gleich nochmal die Streife. Ach, es fällt auch noch gegen mich. Also ich glaube, man sollte es verstanden haben, was ich da erklärt habe mit der German Box. Also ich hoffe, ich habe es richtig erklärt und ja, dass ich es auch so verstanden habe. Na gut, okay, dann. Wir wagen 16. Mal gucken, Streife beenden. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, am Anfang hatten wir nur halb so viele. Jetzt fehlen es aber nur noch wir haben 54 deckte Standorte in der Stadt. Ich glaube, wir decken jetzt noch alle in der Stadt auf und dann sollte es eigentlich reichen. Gefängnis fehlen uns auch noch ein paar. Na gut, dann war es von meinem weiteren Teilen von meiner Let's Play Serie. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen, wie die anderen Teile, und ich hoffe, ihr guckt sie auch gerne und abonniert, favorisiert und kommentiert, und dann bis zu einem der nächsten Teile, ne? Euer Line Gamer, und vergesst nicht das mit Offscreen und Onscreen. Ich würde mich freuen. Okay, ciao.